100 wichtigsten Fragen für Gitarrenanfänger. Und zwar sind wir bei Platz 56, Takt halten, Allroundschlag 1. Das war die Frage. Jetzt wissen vielleicht manche von euch nicht, was ist überhaupt der Allroundschlag 1? Das ist der, den man in meiner Gitarrenschule hier lernt. Und zwar als ersten Schlag nach dem Grundschlag. Der Grundschlag ging einfach runter und hoch, hin und her quasi. Und der Allroundschlag 1 ist, wie der Name sagt, ein Schlag, der für Vierviertel-Takt-Lieder so gut wie immer zu gebrauchen ist und sich auch schön anhört und aus dem man später auch noch mehr machen kann, nämlich den Wechselbass einbringen. Aber erstmal zum Allroundschlag 1, der geht so. 1, 2 und 3, 4. So, derjenige, der den Beitrag erstellt hat, der hat wohl ein Problem mit dem Takthallen. Das heißt, wenn man zum Beispiel singt dazu, kann das passieren, dass der Takt nicht mehr gehalten wird. Kann natürlich auch sein, dass schon beim Akkordwechsel das Ganze rausfliegt irgendwie. Wie geht man vor? Das erste ist, wird bei mir eigentlich immer in den Filmen vorkommen, dass ich sage, zählt dazu, macht euch eine Zählhilfe. Zählhilfe bedeutet jetzt, wenn man den Viervierteltakt hat, nicht einfach 1, 2, 3, 4 zählen, sondern in dem Fall an der Stelle zählt, wo angeschlagen wird. Da ich, der Grundschlag ist ja 1 und 2 und 3 und 4 und das bedeutet, ich habe 8 hörbare Schläge. Bei 1, 2, 3, 4 ist es immer ein Schlag nach unten und wenn ich und gezählt habe, war das der Schlag nach oben. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Der Allroundschlag 1, der hat zum Beispiel nach der 1 keinen Unschlag mehr, den man hört. Man macht den Schlag natürlich in der Luft, damit man wieder an der richtigen Stelle runterschlagen kann. Also 1, 2 und. Deshalb habe ich auch kein Und gesprochen, weil ich nichts gespielt habe. Und das ist wichtig, weil wenn ihr zählt, am besten auch laut zu Hause zählen, dann gibt dieses Zählen, selber zählen, den Impuls für den Schlag. Das ist der Unterschied, als wenn man jetzt normal zählen würde. Und das ist wichtig, man zählt so, wie man spielt. Und das nennt man Zählhilfe. Das kann euch helfen, um überhaupt den Rhythmus zu erlernen und dass man da nicht rausfliegt. Zum Beispiel beim Akkordwechsel. Das bedeutet natürlich auch, dass man erstmal den Wechsel spielen kann. Denn das ist klar, wenn der Wechsel nicht funktioniert, dann ist es ganz schnell passiert, dass man auch den ganzen Rhythmus nicht mehr spielen kann. Deshalb macht euch erst eine Zählhilfe. Übt einfache Akkorde, wie bei mir in der Schule. Da habt ihr erst D und E, A7. Und es reicht, wenn ihr die beiden richtig gut wechseln könnt. Und dann ein Akkord nach dem anderen. Dieses Rausfliegen, das heißt vielleicht auch, dass derjenige vielleicht zu schnell vorangegangen ist, andere Akkorde mit ins Spiel gebracht hat, die er vielleicht noch gar nicht spielen kann, richtig, sondern nur so halb. Und dann fliegt man auch aus dem Rhythmus. Was ihr aber auch machen könnt an der Stelle. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ihr solltet das mal probieren. Es gibt für die Smartphones und iPads und so weiter. Oder auch auf dem Computer selbst könnt ihr das machen. Da gibt es praktisch elektronische Metronome. Und die würde ich euch empfehlen, wirklich zu nutzen, weil die machen Spaß. Im Gegensatz zum normalen Metronom, das hat mir eigentlich nie Spaß gemacht, könnt ihr ein elektronisches Metronom so einsetzen, dass es wie ein Schlagzeug klingt. Ich habe hier das Super-Metronom auf dem iPad geladen. Das solltet ihr einfach mal ausprobieren. Das ist sehr leicht zu programmieren, auch für Anfänger. Was ich jetzt mache, ich schalte das Metronom ein, dann zähle ich mich ein, 1, 2, 3, 4, ist ein 4-4-Takt. Und dazu macht das Spielen Spaß, werdet ihr merken. Wenn ihr dann einen Akkordwechsel macht, versucht ihr auch drin zu bleiben. Und mit der Zeit wird das Ganze natürlich immer leichter. Was ihr auch noch machen könnt, zum Beispiel zusätzlich noch mit dem Fuß mitwippen. 1, 2, 3, 4. Und so weiter und so fort. Ihr könnt dann auch zum Beispiel, wenn ihr dann schneller spielen wollt, könnt ihr das schneller einstellen
oder auch langsamer, wie ihr wollt. Ihr könnt auch andere Betonungen reinbringen durch einfaches Rauftippen hier auf diese Felder. Jetzt klingt es etwas anders, ich weiß nicht, ob ihr das gut hört. Ihr merkt, es gibt unterschiedliche Betonungen, je nachdem, was ich einstelle. Ist also sehr leicht, macht auch Spaß damit. Das sind so meine Tipps, wenn man rauskommt aus dem Takt. Versucht es einfach mal. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn es funktioniert hat oder auch nicht. Vielleicht habt ihr noch weitere Fragen. Und geht vielleicht mal ins Forum auf den entsprechenden Beitrag. Bis dann, viel Erfolg.